Es ist eine Region, die 7-mal größer ist als Europa. Sie erstreckt sich über 2 Weltmeere. Ein 14.000 Quadratkilometer großes Gebiet mit warmen tropischen Gewässern, einmaligen Ökosystemen und außergewöhnlichen Tieren. Es ist die Asien-Pazifik-Region. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es gefährlichere Tiere als hier, zu Land und unter Wasser. Manche sind bekannt, andere lassen sich nur selten blicken. Sie haben alle geniale Jagd- und Abwehrmechanismen. Kommen Sie mit uns in den Dschungel, ins Grasland und ins Riff. Und erleben Sie die gefährlichsten Raubtiere des Asien-Pazifik-Raums. Zwei der größten Gewässer der Welt, der Pazifik und der Indische Ozean, grenzen an Asien und Pazifik. Ein Gebiet, das sich von Südostasien über Indonesien bis nach Australien erstreckt. Hier sind die unterschiedlichsten Natur und Kulturen zu finden. Die Lebensräume reichen von Dschungel bis zu Farmland, vulkanischen Bergen bis hin zu subtropischen Stränden. Eine Tierart kommt mit all diesen Umgebungen zurecht. Sie jagen mit ungewöhnlichen Waffen und Strategien. Es sind die Schlangen. Sie jagen versteckt, von oben. Die meisten leben in abgeschiedenen Wäldern und nahen Plantagen. Nur allzu oft treffen sie auf uns. Wenn sie überrascht werden, ziehen sich die Schlangen nicht zurück, sondern gehen zum Angriff über. Die Weißlippen-Lanzenotter. Die blattgrüne Schlange kriecht meist am Boden. Oft hangelt sie sich jedoch mit ihrem agilen Schwanz von Ast zu Ast. Ihre Schuppen dienen zur Tarnung im Blätterwerk. Es gibt sie in ganz Südostasien. Auf den indonesischen Inseln werden 50% aller giftigen Bisse dieser kleinen Schlange zugeschrieben. Menschen sterben dadurch nur selten. Anders ergeht es jedoch Vögeln, kleinen Fröschen und Nagern. Von ihrem Versteck aus bedient sich die Lanzenotter verschiedener Jagdwerkzeuge. Mit ihrer Zunge kann sie ihre Beute riechen, indem sie aus der Luft Duftmoleküle aufschnappt. Ihre zweigeteilte Zungenspitze lagert die Moleküle im Jacobson-Organ am Gaumen. Das Organ teilt dem Gehirn mit, dass der Geruch von einer potenziellen Mahlzeit stammt. Sobald die Schlange einmal einen Geruch erfasst hat, wartet sie in ihrem Versteck, völlig regungslos. Ihr Körper krümmt sich zu einem S, der typischen Angriffsposition. Sobald sich das Opfer nähert, setzt die Otter ihr faszinierendstes Merkmal ein, das Grubenorgan. Diese grubenförmigen Organe enthalten Membranen, die die Körperwärme einer warmblütigen Beute rezipieren. Die Schlange verarbeitet diese Information im gleichen Teil des Gehirns, wo auch das Sehzentrum liegt.
So sieht sie ein zusätzliches Wärmebild. Damit kann die Otter ihre Opfer äußerst zielgenau angreifen. In ihrem Gaumen warten gekrümmte Fangzähne darauf, wie ein Klappmesser aufzuspringen. Tief bohren sie sich in den Körper der Maus und geben ein Gift frei, das sofort zu wirken beginnt. Es zerstört die Blutgefäße und verursacht schwere innere Blutungen. Sobald das Gift wirkt, befördert die Viper mit ihren Fangzähnen die Beute ins Maul. Komplett und mit dem Kopf zuerst. Diese Schlange beißt vermutlich mehr Menschen als jedes andere Tier in ihrem Umfeld. Eine andere Viper ist jedoch noch viel gefährlicher. Die malaiische Mokassinschlange. Dieser Nachtjäger ist nicht länger als einen Meter, dafür aber mit den längsten Giftzähnen bewaffnet, die eine Schlange ihrer Größe nur haben kann. Sie lebt in den Küstenregenwäldern und Bambusdickichten in Südostasien, von Vietnam bis Java. Man trifft sie jedoch auch in bewaldetem Farmland, auf Kautschukplantagen und Reisfeldern, überall, wo es viel Beute gibt und viele Menschen leben. Anders als die grüne Lanzenotter lebt diese Schlange ausschließlich auf dem Boden. Tagsüber versteckt sich die Schlange unter welken Blättern oder niedrigem Gestrüpp und wartet dort wochenlang auf ihre Beute. Für den Menschen wird sie gefährlich, wenn man versehentlich auf sie tritt. Wird sie gestört? Stellt sie sich nicht auf wie eine Kobra oder schüttelt ihren Schwanz wie eine Klapperschlange. Sie greift ohne Vorwarnung an. Eine Gruppe von Arbeitern ist besonders gefährdet. Kautschukklopfer. Für gewöhnlich arbeiten sie nachts, wenn auch die Schlangen aktiv sind und mit ihren Wärmerezeptoren auf Beutefang gehen. Ihre Grubenorgane sind so empfindlich, dass sie Beute aufspüren können, die nur ein Tausendstel Grad wärmer ist als die umgebende Luft. Mit ihren blitzartigen Reflexen geht der Angriff ganz schnell. Die Grubenorgane sind präzise, die Giftzähne tödlich. Diese sind 2 Zentimeter lang und enthalten eins der stärksten Gifte überhaupt. Hämotoxine zerstören Blutgefäße und töten Gewebe. Das Gift zersetzt die Beute von innen. So kann die Viper ihre Mahlzeit auf einmal hinunterwürgen und über mehrere Tage verdauen. Ihr Biss wäre selbst für Menschen tödlich. Ein Überleben hängt von der Stärke des Bisses ab, der Stärke des Opfers und der Entfernung zu ärztlicher Hilfe. Eine malaiische Mokassinschlange beißt mit ihren mächtigen Giftzähnen zu. Doch eine andere Schlange greift ihre Opfer ohne jede Berührung an. Die südindonesische Speikobra besitzt ein starkes Gift und verschießt es wie ein Scharfschütze. Wie der Name schon andeutet, lebt sie